Kapitel 6. Die ganze Schöpfung erkennt Jeschuas Versprechen der Wiederherstellung des Paradieses im Garten Eden an. Und Jeschua erwies sich als der humane Sohn der heiligen Alleltern, indem ihm alle Tiere des Feldes Achtung entgegenbrachten und auch die Vögel des Himmels keine Angst vor ihm hatten. Und selbst die Fische des Meeres freuten sich in seiner Gegenwart. Niemand hatte Angst vor ihm, ja, selbst die großen wilden Bestien der Wüste nahmen die Autorität Gottes in ihm wahr und leisteten ihm viele Dienste, indem sie ihn mit viel Freude und Bereitschaft von Ort zu Ort trugen. Gewiss war der Geist des göttlichen heiligen Gesetzes in ihm, denn er war in der großartigen Ruhe des Vaters und gefüllt mit den Früchten des Heiligen Geistes, erfüllte alles um ihn herum und machte sich alles dienstbar. Und so wurden durch ihn die Worte des Propheten erfüllt. Der Löwe wird sich mit dem Kalb und der Leopard mit dem Jungen und der Wolf mit dem Lamm und der Bär mit dem Esel und die Eule mit der Taube niederlegen. Und ein Kind Gottes wird sie führen, und es wird geschehen, dass niemand auf meinem heiligen Berg verletzt oder zerstört wird. Denn meine Erde, mein Heiligtum, wird voll von der Erkenntnis des Heiligen sein, genau wie die Wasser das Bett des Meeres bedecken. Und es wird geschehen, dass ich an jenem Tag wieder einen Bund machen werde mit den Tieren der Erde und den Vögeln der Luft und den Fischen des Meeres und mit allen geschaffenen Dingen. Denn alle werden mich kennenlernen und ich werde den Bogen und den Pfeil des Jägers und das Schwert des Schlechters brechen. Und alle Werkzeuge des Blutvergießens werde ich für immer von der Erde verbannen. Sie alle, meine Geschöpfe, sollen sich sicher und friedlich hinlegen und ohne Furcht und Aufschrei leben, denn sie werden auch nicht hungern noch dürsten, sondern gefüttert und geschätzt. Denn so wie die Sonne jeden neuen Tag auf- und untergeht, so wird es auch in dem von Gott gesegneten Land sein, in dem alle sicher wohnen. Und ich werde alle Auserwählten zu mir nehmen und ihnen die ewige Gerechtigkeit erweisen. Und in dauerhaftem Frieden und in liebevoller Güte werden sie ihren wahren Gott und alle seine Liebe und Herrlichkeit erkennen. Und die Erde wird in Fülle das gute Getreide und den frischen Saft der Traube und das Öl jedes Samens hervorbringen. Und ich werde zu dieser Zeit gewiss zu ihnen sagen, die nicht mein Volk waren, du bist mein Volk. Und sie werden zu mir sagen, du bist unser Gott allein. Denn an diesem Tag wird der ganzen Erde die Kenntnis des heiligen Gesetzes gelehrt werden. Und die Liebe Gottes wird die Herzen vieler erfüllen, da sie sich an den Früchten ihrer Arbeit freuen. So werden meine Worte bestehen und geschehen, und alle, die auf meine Worte vertrauen, werden niemals enttäuscht werden, sondern zufrieden sein. Alle, die Ohren haben, hört, und alle, die Augen haben, seht, denn der Tag naht, an dem solche Dinge gewiss geschehen werden. Und Jeschua setzte seine Gnadentaten an dem Volk fort, und viele waren verwundert und erstaunt über seine Worte und Werke der Nächstenliebe. Denn wohin immer Jeschua reiste und was immer er tat, entstand alles Gute und viel Schönheit, denn der Geist des ewigen Allvaters ruhte auf ihm, und Myriaden von Engeln dienten ihm.